Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt die Abgeordnete Schatzauer das Wort. Welche? Oh nee, auch. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, leider und vielen Dank. Das kann man gar nicht oft genug betonen, so traurig der Anlass ist. Wir sind wieder einmal über Missstände in der hessischen Justiz schockiert. 6 Gefangene. Sechs Gefangene mussten aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Und Frau Förster-Heldmann, jetzt müssen Sie tapfer sein. Das war, weil ein zeitnahes Gerichtsverfahren aufgrund der Überlastung des Gerichtes nicht möglich ist. Und das ist schlimm. Das hat nichts mit Kammer und dies und jenes zu tun, aber können wir gerne in einem Fachgespräch vertiefen, die Hintergründe. Und werte Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege von der CDU-Fraktion, jeder Fall, wenn man so sagt, über die Jahre, und es kommt immer wieder vor, und in anderen Bundesländern, jeder Fall ist einer zu viel für den Rechtsstaat. Als Praktiker und als Präsident des OEG haben Sie, werter Justizminister, auf diese vielen Missstände, und ich versuche jetzt das, was Frau Förster-Heldmann eingefordert hat, genau hinzusuchen, für viele Ursachen hingewiesen. Überlastung, Personal, Digitalisierung, Ausbildung, Pleitenprojekt, E-Akte, Besoldung, Infrastruktur, das sind nur einige der Themenfelder, die Sie benannt haben. Sie selbst erklärten als Praktiker noch, eine Entlassung aus der Untersuchungshaft wegen überlanger Dauer ohne Verfahren stelle eine Bankrotterklärung des Rechtsstaates dar. Das unterschreiben wir Freien Demokraten ohne Weiteres. Ja. Jetzt kommen wir aber dazu, dass dieser ganze Kanon von Ursachen, deshalb ist es ganz gut, dass wir uns das noch einmal in Erinnerung gemeinsam in Sorge um den Rechtsstaat rufen. All diese Baustellen, die sind doch wahrlich keine Werbung für den öffentlichen Dienst, moderne, leistungsfähige Justiz auf Augenhöhe mit dem Verbrechen, ein toller, attraktiver Arbeitgeber. Na ja, in Hessen klingt das eher wie ein Märchen. Hessen, einst in vielen Bereichen Spitze in der Justiz, ist in der Abstiegszone gelandet. Ursache sind viele Baustellen. Die Vorkommnisse am Landgericht Frankfurt, ja, sie kamen mit Ansage. Ja, es ist ein wichtiger Schritt, mehr Personal einzustellen. Alle Oppositionsfraktionen demokratischer Kultur haben Anträge gestellt. Sie haben angekündigt in der Sondersitzung des RTA, da kommen Stellen. Das ist gut. Aber es müssen Taten, weitere Taten, deshalb habe ich die ganzen Baustellen benannt. Die müssen angegangen werden. Was nützen dann Stellen? Wir haben über 100 unbesetzte Planstellen im Richterbereich. Was nutzen diese Stellen, wenn der Beruf in diesem antiquierten Laden so unattraktiv ist, wenn zu wenig gezahlt wird, wenn an Gerichten eher die Steinzeit als das digitale Zeitalter vorherrscht und die Überlastung der jungen Richter vorprogrammiert ist? Es sind viele, viele Baustellen, die die Säule Rechtsstaat Justiz in Hessen gefährden. Schwarz-Grün hat wahrlich ganze Arbeit geleistet in den letzten 8 Jahren. Die Baustellen sind bekannt. Herr Minister, Sie haben nun die Verantwortung. Und Herr Minister, die Landesregierung hat die Verantwortung, nicht Präsidien oder irgendwo anders schon wieder anfangen, wegzunuscheln. Hier ist die Verantwortung für unseren Rechtsstaat, und es ist die Aufgabe des Justizministers, an der Spitze der hessischen Justiz diese wieder in den Spitzenbereich zu bringen. Und darum geht es uns allen gemeinsam. Werte Justizminister, lassen Sie den vielen Worten, von denen wir viele teilen, aber jetzt Taten sprechen. Es darf kein einziger mehr freigelassen werden. Es gab genug Pannen in der hessischen Justiz. Es muss jetzt daran gehen, den Aufstieg vorzubereiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abg. Schatzauer.
Sie haben beim Gang zum Rednerinnenpult gesagt, dass Sie jetzt erstmal einen Grundkurs machen in Richtung von Frau Förster-Heldmann. Ich denke, Sie wissen ja selbst, wie sich das anfühlt, wenn einem die Kompetenz abgesprochen wird. Deswegen klären Sie es bilateral oder wir thematisieren es noch mal im Ältestenrat. Ich habe gesagt, in einem fachlichen Austausch, aber das können wir gerne mit dem Protokoll erörtern. Gut, das wollte ich vermeiden, dann lassen wir uns den Protokollauszug geben und gucken das nochmal nach. So, jetzt hat der Justizminister das Wort. Bitte schön. Entschuldigung, noch nicht ganz. Antrag zur Geschäftsordnung. Erstmal drücken auf. Da. Ja, Frau Präsidentin, wir bitten dann von der heutigen Sitzung heute Vormittag ebenfalls um einen Protokollauszug, weil dort wurde eine Kollegin ebenfalls entsprechend angegangen von einem Mitglied der Grünen. Das wollen wir dann im Protokoll auch mal überprüfen, weil wenn, dann gilt das bitte für alle Abgeordneten in diesem Hause. Das können wir gerne machen, aber das entscheidet die jeweilige Sitzungsleitung ja zum Zeitpunkt. Aber wir machen das natürlich. Und jetzt der Justizminister. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete! Die Aufhebung eines Haftbefehls wegen Verfahrensverzögerungen ist ein ärgerlicher Vorgang. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Wichtig ist jetzt aber, dass wir handeln und dass wir alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt. Das ist eine Aufgabe für die Gerichte selbst, aber das ist auch ein Handlungsauftrag für die Politik. Und meinen Beitrag werde ich leisten, dass nach Möglichkeit alles getan wird, dass es nicht weitere derartige Fälle geben wird. Eine Garantie kann ich Ihnen aber an dieser Stelle nicht geben. Ich glaube, das macht auch die Geschichte des Landes Hessen. Es hat in jedem Jahr solche Fälle gegeben und der Blick in andere Bundesländer deutlich. Und ich kann mich nur dem Wunsch der sozialdemokratischen Amtskollegin Schilling aus Bremen anschließen, dass solche Fälle eine differenzierte Debatte verdient haben. Diese Fälle sind in der Regel durch eine Gemengelage gekennzeichnet. Auf der einen Seite der unabhängige Richter, der über die Terminierung, Priorisierung und Durchführung der Verfahren entscheidet. Auf der anderen Seite die unabhängigen Präsidien, die die Richter zuweisen und die die Geschäfte verteilen. Und neben diesen Komponenten steht selbstverständlich auch die personelle Ausstattung der Gerichte als ganz wichtiger Faktor. Je besser Gerichte ausgestattet sind, umso leichter fällt es ihnen, den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden. Und das gilt insbesondere auch für die Einhaltung des Beschleunigungsgebotes in Haftsachen. Und an dieser Stelle werden wir, sehr geehrte Damen und Herren, ansetzen. Ich kann Ihnen ankündigen, dass wir im Doppelhaushalt 2023/2024 eine signifikante zusätzliche Zahl an Stellen schaffen werden, insbesondere für Richter und Staatsanwälte. Und wir werden diese Stellen gerade dort einsetzen, wo die Belastung besonders hoch ist. Das sind die Staatsanwaltschaften, das sind die Landgerichte und das sind damit auch die Justizbereiche, die im Moment eine besonders starke Belastung haben. Und selbstverständlich werden wir auch weitere Stellen schaffen. Es geht nicht nur um Richter und Staatsanwälte, sondern, Herr Wilken, es geht natürlich auch um Serviceeinheiten. Und deshalb werden wir insgesamt mit dem Doppelhaushalt eine Stärkung der Justiz vornehmen und eine deutliche Entlastung hochbelasteter Bereiche herbeiführen. Aber wir sind auch jetzt nicht tatenlos. Und das will ich auch ganz deutlich hervorheben. Ich versuche alles, damit wir solche Wiederholungsfälle nicht haben werden und hier nicht weiter diskutieren müssen. Und deshalb habe ich sofort nach dieser Haftentlassung ein intensives Gespräch mit dem Präsidenten des Landgerichts Frankfurt über die Situation an seinem Gericht geführt. Ich habe einen intensiven Austausch mit allen Präsidentinnen und Präsidenten der Amts- und Landgerichte vorgenommen. Wir sind die Situation in jedem einzelnen Bezirk durchgegangen. Und wir haben ganz konkrete Entlastungsmaßnahmen schon jetzt an dieser Stelle vereinbart.
Dazu gehört zum Beispiel, dass das Landgericht Frankfurt weiter gestärkt wird mit weiterem zusätzlichem Personal. Dort wird aller Voraussicht nach zuständig ist für die Einrichtung das Präsidium. Aber dort wird aller Voraussicht nach noch in diesem Monat eine weitere Strafkammer zur Entlastung eingerichtet werden. Ähnliches haben wir für das Landgericht Kassel vor. Auch das Landgericht Kassel wird zusätzliche Arbeitskraft erhalten. Und auch dort kann eine weitere Kammer eingerichtet werden. Aber selbstverständlich müssen sich die Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen des geltenden Haushaltes bewegen. Ich kann nicht zaubern, aber wir versuchen eben alles durch eine belastungsgerechte Personalverteilung, dass die Gerichte ihrem Handlungsauftrag gerecht werden können. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass das Landgericht Frankfurt in diesem Jahr durchaus eine gute Unterstützung durch das Justizministerium erfahren hat. Es sind 3 zusätzliche Planstellen zu Beginn des Jahres für das Gericht geschaffen worden. Dem Gericht sind 3,5 Taskforce-Stellen zugewiesen worden, und es hat dort 11 Neueinstellungen seit Beginn des Jahres gegeben. Keine Frage, das Landgericht Frankfurt ist hoch belastet, und das Landgericht Frankfurt hat viele umfangreiche Verfahren zu bearbeiten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Belastung des Landgerichts Frankfurt nach unserem Personalbedarfsberechnungssystem im Richterbereich mit 110% deutlich unter dem hessischen Schnitt von 118% liegt. Und wir reden hier nicht über 130%, Herr Wilken, wie Sie in die Debatte eingeworfen haben. Außerdem sind die Eingangszahlen beim Landgericht Frankfurt in den erstinstanzlichen Zivilsachen und in den erstinstanzlichen Strafsachen um 15% in den letzten 2 Jahren zurückgegangen. Lieber Herr Rudolph, ich glaube, durch Lautstärke können Sie diese Probleme nicht lösen, sondern hier ist zielgerichtetes Handeln im Interesse der Justiz erforderlich. Und ich ärgere mich schon, wenn durch Ihre Partei, durch die Pressearbeit der Eindruck erweckt wird, als habe dem Ministerium im April eine Überlastungsanzeige vorgelegen und das Ministerium habe nicht gehandelt. Da möchte ich doch auf die Abläufe in den Gerichten an dieser Stelle hinweisen. Richtig ist, eine der betroffenen Kammern hat im April eine Überlastungsanzeige erstattet. Eine solche Anzeige wird aber nicht dem Ministerium gegenüber erstattet, sondern sie ist an das Präsidium gerichtet. Es wäre grundfalsch, wenn das Ministerium Überlastungsanzeigen behandeln würde. Das wäre ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung, das wäre ein Verstoß gegen den gesetzlichen Richter. Herr Dr. Posek, ich darf Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen. Hier ist es dann so gewesen, dass das Präsidium diese Überlastungsanzeige am 17. Mai behandelt hat, das Präsidium des Landgerichts Frankfurt. Und es ist der Auffassung gewesen, dass die Angaben der Kammer noch nicht reichen, um über eine Überlastung zu entscheiden. Daraufhin hat es eine weitere Präsidiumssitzung am 27. Juni gegeben und noch eine weitere am 30. Juni. Und am 30. Juni ist dann eine umfassende Entlastung der Kammern, der betroffenen Kammern durch das Präsidium erfolgt. Zu spät, weil am gleichen Tag die Aufhebung der Haftbefehle durch das Landgericht Frankfurt verfügt wurde. Aber, wie gesagt, das ist eine Zuständigkeit des Präsidiums, die hier betroffen ist. Und in der Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt zur Aufhebung der Haftbefehle, das gehört zur Wahrheit auch dazu, ist von einer dilatorischen Behandlung durch das Präsidium die Rede. Und ich finde es schon schwierig, wenn ich in einer Zeitung lesen muss, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD erklärt, die Justiz hat das Vertrauen verloren. Ich finde es richtig, dass wir über Probleme reden, und ich finde es richtig, dass wir versuchen, diese Probleme zu lösen. Aber einen pauschalen Vertrauensverlust in unsere Justiz zu beklagen, das finde ich unangemessen. Das haben die vielen engagierten und kompetenten Bediensteten in unseren Gerichten nicht verdient. Ich habe Vertrauen in diese Bediensteten. Ich stehe hinter diesen Bediensteten. Und ich will es auch nicht zulassen, dass die hessische Justiz immer wieder mit einem pauschalen Negativ-Image
versehen wird. Wir arbeiten an den Problemen, und wir werden die Probleme lösen. Aber ein Negativ-Image, das hilft uns an keiner Stelle weiter. Wir handeln, und wir werden die Justiz gut aufstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie noch eine Frage zu? Nein. Vielen Dank, Herr Staatsminister Dr. Poseck. Es sind 3:14 überzogen, und Herr Abgeordnete Rudolph hat sich auch noch mal zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, also Herr Professor Poseck, Sie haben gesagt, die Entlassung von 6 mutmaßlichen Gewalttätern sei ärgerlich. Nein. Das war und ist ein Skandal. Hören Sie auf, das zu bagatellisieren und zu beschönigen. Hören Sie auf damit. Und wir fragen uns natürlich schon, aber sie ist entlassen, deswegen ist das auch müßig. Mit Frau Kühne-Hörmann müssen wir uns politisch nicht mehr auseinandersetzen. Weil dann hat ja offensichtlich jemand über Jahre nicht mit Präsidenten von Landgerichten und geredet. Offensichtlich. Wir haben im Januar diesen Jahres, meine sehr verehrten Damen und Herren, öffentliche Pressemitteilungen des Richterbundes bekommen. Es fehlen 200 Richterstellen. Wenige Tage später im Landtag Anträge der demokratischen Fraktionen, Personal aufzustocken. Ignorant, arrogant von Ihnen abgelehnt. Meine Damen und Herren, Sie wussten, Sie haben ein Problem. Sie haben es ignoriert. Das ist schwarz-grüne Politik in Hessen. Und jetzt hören wir, jetzt muss gehandelt werden. Ja, natürlich, Überlastung der Gerichte. Sie haben ja auch mal bei einer anderen Gelegenheit gesagt, man muss auch über andere Rahmenbedingungen reden. Aber die Personalakquise, wie wollen Sie denn Personal finden, wenn die Prozesse so lange dauern? Und ist Hessen als Dienstherr attraktiv? Augenscheinlich ja nicht. Wir erleben es ja auch im Bereich der Polizei und woanders, weil Sie auch jahrelang eine Besoldungs- und Personalpolitik betrieben haben, dass Hessen eben im Wettbewerb mit anderen nicht mehr Spitze ist. Auch ein Versäumnis von schwarz-grüner Landespolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir haben ja das schon im Rahmen der Aktion Düstere Zukunft 2003 und folgend erlebt. Wenn Sie einmal die Strukturen geschliffen haben, ist es ganz schwer, sie wieder aufzubauen. Und ich könnte Ihnen jetzt die Zahlen vortragen, wie viele hunderte Stellen Sie im Justizbereich allein nur abgebaut haben. Und ja, ich habe es eben in der ersten Rede schon gesagt. Ich habe Vertrauen in jeden Richter, in jede Staatsanwältin, jede Justizmitarbeiterin, jeden Rechtspfleger, aber doch nicht in diejenigen, die Sie dahin getrieben haben, dass Sie überlastet sind. Das sind die politisch Verantwortlichen. Auch Sie, Herr Ministerpräsident Rhein, haben als Abgeordneter und Kabinettskollege all das mitgetragen. Sie stehen genauso in der politischen Verantwortung. Da kommen Sie nicht raus. Da kommen Sie nicht raus. Und weil der verehrte Herr Finanzminister von links dazwischen ruft, wollen wir auch nicht. Dann erklären Sie doch mal, warum im Januar nicht auf die Aktivitäten und die Hinweise des Richterbundes ihrerseits angemessen reagiert wurde. Warum machen Sie das nicht? Das, was Sie jetzt angeblich alle umsetzen wollen, der Ministerpräsident war ja auch schon der Ankündigungsministerpräsident, werden wir mal schauen, was Sie alle noch machen wollen. Müssen Sie noch ein paar Gesetze machen, so der 31.12. naht. Sie stellen ja erst 3 Tage vorher fest, dass ein Gesetz abläuft, sind ja auch da nicht so schnell. Also von daher warten wir das alles mal ab, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erklären Sie doch mal von diesem Pult irgendeiner, warum Sie in der Vergangenheit das alles ignoriert haben, was jetzt alles notwendig ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie stehen vor einem Scherbenhaufen Ihrer gescheiterten Politik. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rudolph. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat sich vermutlich der Abgeordnete Rock gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Für uns Freie Demokraten geht es hier gar nicht darum, wer hat jetzt in letzter Sekunde wo was falsch gemacht? Ich glaube, im Zentrum für uns alle steht das Vertrauen in den Rechtsstaat. Und die Bürgerinnen und Bürger, die feststellen müssen, dass Menschen, die in Untersuchungshaft sind, wo es einen
hohen Verdacht gibt, dass sie für Gewaltverbrechen verantwortlich sind, dass die einfach gehen dürfen. Das ist die Ursache dessen, warum wir heute diskutieren. Und das möchte ich hier noch einmal in Erinnerung rufen. Es ist für den Rechtsstaat eine Beschädigung in einem Ausmaß, das in diesem Land nicht mehr vorkommen darf. Das ist doch die entscheidende Frage. Und wie so viele Themen, die wir hier im Hessischen Landtag besprechen, ist das doch nicht vom Himmel gefallen. Es ist ein Thema, das meine Kollegin Frau Schardt-Sauer in unzähligen Debatten hier immer wieder angemahnt hat und das ganz viele hier es angemahnt haben, in Haushaltsanträgen. Es ist doch eine Entwicklung gewesen, die auf uns zugekommen ist und die jetzt die Folge von fast 9 Jahren verfehlter Politik dieser schwarz-grünen Landesregierung ist. Das ist doch ganz klar. Der Rechtsstaat ist eine zentrale Klammer für unsere Gesellschaft. Er muss auf Vertrauen gebaut sein. Er muss für uns heilig sein. Er muss für eine demokratische Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. Und für Ihre schwarz-grüne Regierung standen 1000 Sachen im Mittelpunkt. Tausende Sachen im Mittelpunkt für die 45 Milliarden, die Sie ausgeben. Aber eben nicht die Justiz, Herr Justizminister. Und genau das haben wir kritisiert. Und Herr Justizminister, Sie sind mit einem klugen Satz hier eingestiegen. Der hat Demut erwarten lassen für einen solchen Vorgang, für den Sie persönlich keine Verantwortung tragen. Das ist jedem hier in diesem Raum auch klar. Aber lassen Sie sich bitte nicht hinreißen von der Arroganz dieser Landesregierung. Und treten Sie dann am Ende Ihrer Rede auf, als wäre es unser Versäumnis oder unsere Schuld, dass wir diesen Mangel hier ansprechen und dass wir das seit Jahren thematisieren. Sagen Sie nicht, die das kritisieren, würden die Justiz kritisieren, sondern wir kritisieren diese Landesregierung. Das wissen Sie doch auch ganz genau. Sie haben ein großes Vertrauen der Freien Demokraten empfangen. Und wir haben gesagt, Sie haben 100 Tage, im Gegensatz zu anderen hier in dieser Landesregierung. Und ich schätze Sie persönlich als Mensch. Lassen Sie sich nicht von dem Verhalten dieser Landesregierung, Ihrer Mitglieder, lassen Sie sich nicht verderben. Bleiben Sie so, wie Sie waren, und haben Sie Respekt vor diesem Parlament, wie Sie das in anderer Position auch gezeigt haben. Und lieber Herr Justizminister, ich erinnere mich an einen Artikel in einer wichtigen Zeitung unseres Landes. Da haben Sie doch selbst genau diese Missstände angesprochen, die wir hier kritisiert haben. Und Sie haben es als Richter, als wichtiges Mitglied dieser Justiz empfunden, das genau hier öffentlich zu machen, weil diese Missstände der hessischen Justiz nicht mehr tragbar sind für uns hier in diesem Parlament, sehr geehrte Damen und Herren. Genau das ist unser Punkt. Herr Abgeordneter Rock, Sie müssen zum Schluss kommen. Genau, und darum persönlich, Herr Justizminister, da sind wir doch wieder absolut einer Meinung. Dinge, die falsch laufen in diesem Land, müssen angesprochen werden. Und genau hier in diesem Parlament ist der richtige Ort. Und das wollte ich noch einmal anmerken. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Rock. Für die Fraktion der Linken hat sich jetzt der Abgeordnete Dr. Wilken zu Wort gemeldet. Lass dich bloß nicht anstecken. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will jetzt nicht über Verderbnis oder wie war das und Haltbarkeitsdaten reden, aber einen Gedanken, den ich jetzt eben schon mal angedeutet hatte, noch mal ganz klar machen. Als OLG-Präsident habe ich mehrfach und nicht nur ich Sie zitiert als OLG-Präsident und als Beleg dafür angeführt, was insbesondere die Stellenbesetzung in diesem Land in der Justiz anbelangt, falsch gelaufen ist. Ich sage ganz offen, meine Hoffnung ist, dass Sie die Probleme, die Sie ja ganz genau kennen, jetzt auch anpacken. Das ist meine Hoffnung. Der Unterschied, das glaube ich, habe ich Ihnen auch zugerufen, als ich Ihnen gratuliert habe, das Amt angetreten zu haben. Sie kennen die Probleme, aber jetzt müssen Sie sie lösen.
Das ist der Punkt mit dem Wechsel. Nein, hat er bisher nicht. Und es wird darauf ankommen, ob Sie als die Regierung tragenden Fraktionen bei entsprechenden Haushaltsberatungen sich zukünftig anders verhalten, als Sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Weil die Vorschläge des Stellenaufbaus, die waren in jeder Haushaltsverhandlung hier auf dem Tisch. Eine zweite Bemerkung. Sie haben gerade, und Sie hatten es auch schon im Rechtsausschuss gemacht, in Ihrer Schilderung dessen, was Sie unmittelbar getan haben, mir noch einmal sehr deutlich gemacht, was in den vergangenen Jahren eben aus dem Justizministerium nicht passiert ist. Das ist etwas, das ist vergossene Milch, aber es macht noch einmal deutlich, woran wir Sie in Zukunft denn auch messen werden, nämlich an den Taten und was Sie ganz konkret tun. Sie haben noch ein bisschen Zeit mit den Haushaltsentwürfen. Ich bin gespannt auf den Haushaltsentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Wilken. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abg. Heinz das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir erleben ja jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, so dass einmal das Übliche von Kollegen Rudolph wieder versucht, mit Lautstärke dann das zu überdecken, wo die Argumente dann etwas dünn werden. Der Minister hat es zu Recht ja auch schon angesprochen, aber Sie haben dann wieder darin rumgerührt. Dieses Bild, was Sie zeichnen, da sind Richter überlastet, melden das an die Landesregierung und die hat nichts getan und deswegen läuft der Straftäter frei rum. So ist es nicht. Der Minister hat den Weg richtig aufgezeigt und wir werden, auch wenn Sie es noch 3, 4 oder 5 Mal falsch behaupten, werden wir das immer wieder von diesem Pult aus richtig stellen, weil die Gewaltenteilung uns zu wichtig ist, als dass wir uns von Ihnen da drin herumrühren lassen. Und das Zweite, was Herr Kollege Rock eben versucht hat und was Frau Schardt-Sauer seit Wochen auch schon im Rechtsausschuss versucht, eben verschiedene so ein bisschen gegeneinander auszuspielen, das ist auch durchsichtig. Da ist irgendwie so der gute Prosek als OLG-Präsident und jetzt wird er vielleicht zum bösen Prosek, weil er Minister geworden ist in der Regierung von Boris Rhein. Das Spiel machen wir auch nicht mit. Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, dass wir viele Jahre diesen guten OLG-Präsidenten und Staatsgerichtshofspräsidenten hatten. Und wir können auch froh sein, dass wir diesen Justizminister haben und die Erwartungen, die Sie eben jetzt an ihn gerichtet haben. Jetzt ist er doch schon 4 Wochen da und hat immer noch nicht alles umgesetzt. Das ist natürlich auch goldig. Stellen schafft wer, genau jemand, der, das war der erste kluge Zuruf. Lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Im Moment nicht. Ich will den Gedanken noch zu Ende führen, dann gleich, wenn noch Zeit ist. Vielen Dank, Jürgen. Das war der erste kluge Zuruf seit langem. Stellen schaffen. Wer schafft die Stellen? Der Haushaltsgesetzgeber. Und ich glaube, da ist hinreichend auch in diesem Redebeitrag wieder angekündigt worden, dass wir dort einiges erwarten können zum nächsten Doppelhaushalt. Es ist aber nicht das Erste, was wir unternehmen. Wir bauen seit 6 Jahren Stellen auf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das müssen wir noch forcieren und noch weiter voranbringen und noch weiter stärken. Aber es ist nicht so, dass die Nettostellenzahlen der Justiz nicht in den vergangenen Jahren auch schon gestiegen sind. Aber nach allem, was Sie jetzt gehört haben, können wir wirklich mit einem großen Schluck dort aus der Pulle rechnen und noch einem großen Paket drumherum, was die Justiz nachhaltig entlasten und stärken wird. Von daher, glaube ich, sollten wir eins nicht machen oder 2 Dinge nicht machen. Ich habe meinen Beitrag, glaube ich, zu einer sachlichen Debatte am Anfang schon geleistet. Wir sollten dieses Problem und auch diese Vorkommnisse nicht negieren und auch nicht kleinreden. Da bin ich der Allerletzte, der dazu Anlass gäbe, zu sagen, das ist nicht ein Riesenproblem, wenn mutmaßliche Gewalttäter wieder frei rumlaufen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber zum anderen, glaube ich, sollten wir so ein sensibles Thema auch nicht nutzen, jetzt mit großer Lautstärke und Skandalisierung und 7-mal Skandalrufen dann noch ein größeres Problem daraus zu machen, als es ist. Ich habe es eben gesagt, es ist ein bundesweites Problem. Es wird es auch in der Zukunft wieder geben. Von daher ist es auch unredlich, Frau Schardt-Sauer, wenn Sie sagen, das darf nie mehr vorkommen. Und wenn dann vielleicht in einem Jahr doch jemand wieder auf freien Fuß gesetzt wird, sagen Sie, das ist Ihr Problem, Herr Minister. Das Spiel machen wir auch nicht mit, sondern wir arbeiten strukturiert an einer Steigerung der Stellenzahlen der Justiz, an der Verbesserung der Ausstattung, damit die hessische Justiz im kommenden Jahr, dann, wenn der neue Haushalt greift, noch besser ist, als sie schon jetzt arbeiten kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Heinz. Das mit der Frage hat jetzt nicht mehr geklappt, aber das können Sie ja vielleicht bilateral klären. Und als Nächstes hat der Abg. Frömmrich für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube,
Das haben wir doch hier alle betont, und jeder hat es gesagt. Und ich glaube, da kann es überhaupt gar keinen Zweifel dran geben, dass solch ein Vorgang, wie er da geschehen ist, das geht nicht, das kann nicht sein. Und sowas darf sich nicht wiederholen. Und wir müssen die notwendigen politischen Konsequenzen auch aus diesem Vorgang ziehen. Da müssen wir uns doch als Demokratinnen und Demokraten in diesem Hause einig sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Justizminister hat ja Gott sei Dank angekündigt und hat gesagt, dass die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Wir sind bei der Aufstellung des Haushaltes 2023, 2024. Stellen zaubert man nicht aus dem Hut, Herr Kollege Rudolph, die schüttelt man auch nicht aus dem Ärmel. Dafür gibt es ein geordnetes Verfahren. Das ist das Verfahren hier vom Haushaltsgesetzgeber. Und das werden wir in Angriff nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden das tun. Ich bin Professor Poseck. Lassen Sie eine Frage zu von vorne. Nein, ich bin Professor Poseck sehr dankbar, dass er das hier ins richtige Licht gerückt hat. Und eins muss uns doch alle umtreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass es auf keinen Fall sein kann, dass wir das Vertrauen in die hessische Justiz und unseren Rechtsstaat erschüttern. Das muss uns doch allen gemeinsam sein. Und bei aller Oppositionsrhetorik, bei aller Skandalschreien, lieber Kollege Rudolph, müssen wir gemeinsam als Demokraten in diesem Hause ein ganz großes Interesse haben, dass dieses Zutrauen in unseren Rechtsstaat eben nicht erschüttert wird. Sie machen, glaube ich, gerade etwas, was Sie nicht tun sollten, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD. Und vielleicht auch noch einmal in Richtung Kollege Rock, weil Sie jetzt gerade dazwischen rufen. Jetzt wollen wir mal die Faktenlage checken. Ja? Als wir 2014 hier in diese Regierung gegangen sind, der Vorgänger Justizminister war der geschätzte Kollege Jörg-Uwe Hahn, der gehört, glaube ich, der FDP an. Als wir in die Regierung gegangen sind, haben wir an R-Stellen, also das sind Richterstellen R1, haben wir gehabt 1237,5. Jetzt haben wir, die letzte Zahl, die ich hier vorlegen habe, ist die von 2020. Jetzt haben wir 1.416, also 1.220 zu 1.416. Das heißt, wir haben zusätzliche Stellen geschaffen. Unter Jörg-Uwe Hahn wurden Stellen im Bereich der Justiz abgebaut. Das gehört nämlich auch zur Wahrheit, wenn man sich hier vorne hinstellt und die Backen aufbläst. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Frömmrich. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist der Antrag auf eine Aktuelle Stunde der Fraktion der SPD mit der Drucksache 20/8822 abgehalten.